Und damit begrüße ich euch zurück zum Pro Cycling Manager. Wir sind bei den holländischen Meisterschaften dabei. Wir sehen hier vorne schon den Zug für Dylan Groenewegen. Jetzt schauen wir mal, dass wir hier halbwegs gut mit Jesse de Roy abschneiden. Das ist natürlich ein bisschen ein hoffnungsloses Unterfangen, was wir uns hier auferlegt haben. Aber ich wollte auf jeden Fall die Chance nutzen, vielleicht doch den Überraschungseffekt zu landen. Jetzt schauen wir mal, in der Ebene Wert von 66, wir müssen jetzt schon den 90er Wert fahren, um uns da selber in Position zu bringen. Wenn wir uns mal an Kees Bol hinten dran hängen, dann sparen wir vielleicht nochmal ein bisschen was. Das ist auch so ein Sprinter, wo wir vielleicht sogar mitgehen könnten. Jetzt kommt hier Niki Terpstra nach vorne, 4,1 Kilometer. Mal schauen, es ist hinten sehr kurvig, also das könnte wieder ein Finale sein, wo vielleicht doch nicht der beste Sprinter gewinnt. Deswegen versuche ich mal noch an die Spitze zu kommen. Da haben wir das Hinterrad von Dylan Groenewegen. Das wird, glaube ich, hart werden, da dranbleiben zu können, aber wir probieren es einfach mal. Wie gesagt, es ist sehr kurvig. Ziehen es jetzt schon mal durch, mal schauen, ob wir da irgendwo vorbeikommen. Und wie gesagt, hier geht es dann nochmal rum, aber dann, nee, trotzdem eine sehr, sehr gute Leistung von Jesse de Roy. Und Dylan Groenewegen wird Meister. Das war jetzt nicht sehr überraschend vor seinem Development-Team-Kollegen. Und dann wird Jesse de Roy Fünfter bei den holländischen Meisterschaften. Und das vor Danny van Poppel, wo ja Benny auch auf Twitter mir geschrieben hat und gesagt hat, dass er die Poppelstraße gefunden hat. Allerdings war weder Danny noch sein Bruder waren da. Also das ist schon sehr, sehr traurig. Mathieu van der Poppel wäre auch schön. Also hier die holländischen Meisterschaften sind auf jeden Fall mega sexuell. Die sind voll Laser, wie der Tom Laser zum Beispiel. Und ich finde auch Taco van der Hoorn ist einfach, als würde er für die Heute-Show auf AfD-Parteitagen unterwegs sein. Taco van der Hoorn, der ist immer voll Taco. Also ich bin da sehr zufrieden mit. Platz 5 bei den holländischen Meisterschaften, damit konnte keiner rechnen. Aber wie gesagt, das war ein Rundkurs hinten raus und ich wusste schon, dass hier wieder eine scharfe Kurve kommt und dass da wahrscheinlich nichts mehr passieren wird hinten raus. Deswegen bin ich etwas früher in Vorleistung gegangen. Vielleicht hätten wir sogar noch mehr machen können. Naja, auf jeden Fall. Fabio Jakobsen, Mathieu van der Poel, Olaf Koi. Muss ich mal schauen, ob der auch irgendwann mal in unserem Teich schwimmen kann. Man merkt schon. Also es ist jetzt früh am Morgen. Ich bin wieder etwas fitter. Ich bin ausgeschlafen. Der Sonnenbrand ist langsam abgeheilt. Schauen wir mal, Olaf Koi klingt jung und spannend. 74er Sprintwert mit 18 Jahren. Leck mich am Zuckerli. Den schauen wir uns an. Den will ich haben. Und was übrigens sehr, sehr schön ist, wenn wir nochmal in die Nachwuchsarbeit reingehen. Nachwuchsarbeit ist ja immer schön, machen wir alle gerne. Wenn wir mal gucken, da haben wir Niklas Merkel zum Beispiel mit einem Potenzial von 4 bis 7. Und der hat ja 50 bis 75%, glaube ich, Lust für uns nächstes Jahr zu fahren. Also das wäre auf jeden Fall nochmal eine Variante, wo wir den Hut in den Ring werfen können und wir können ja auch Fahrer verpflichten, wo wir vorher kein Dossier ausgefüllt haben. So habe ich das zumindest verstanden. Ich kann ja jedem Fahrer ein Angebot machen, das er nicht ablehnen kann. Wahrscheinlich an die Tag, wo man die Hochzeit von meiner Tochter. Nochmal schnell den Blick drauf werfen, dass ich da jetzt nichts falsch gesagt habe. Die Dossiers sind ja eigentlich nur dazu da, bei den Fahrern, wo man sich sicher sein möchte, dass sie zu einem kommen, dass man dort das nochmal erhöht, naja, 30 bis 50%. Da können wir dann schauen, ob wir vielleicht Niklas Merkel, weil der würde natürlich super in unser Team passen. Wir haben bislang auch noch keinen deutschen Fahrer hier drüben gescoutet. Also mit so einem hohen Potenzial, Sprintwert 71, Beschleunigung 73, er ist natürlich kein Fahrer, der gut über die Hügel kommt, aber als absolut richtig guter Sprinter wäre er für unser Sprintteam, wenn wir dann Igor Scheif noch dazu bekommen und eben Lukas Merkel, das wäre ein Niklas Merkel, jetzt Lukas. Sage ich schon. Also, Lukas hat heute Geburtstag. Einfach mal fett gespoilert. Aber wenn die Folge kommt, dann hat er schon nicht mehr Geburtstag. Also, ihr könnt alle mal in die Kommentare schreiben. Alles Gute, Lukas, zum Geburtstag nachträglich. Einfach nur so. Und dann wisst ihr auch gar nicht, wann er Geburtstag hat, weil ihr nicht wisst, wann das hier aufgenommen wurde. Oder steht das hier irgendwo? Es ist nicht der 21. Juni 2020. So viel kann ich schon mal verraten. So, Jesse de Roy ist glücklich. Der 5. Platz in Holland. Das war schon eine geile Nummer. Damit hätte er, wie gesagt, nicht gerechnet. Er kriegt jetzt ein Fitzelchen am Ärmel vom Meistertrikot. Dann schauen wir mal, die deutschen Meisterschaften sind 253,8 Kilometer lang. Das wird schwierig werden. Wir haben mit Aaron Grosser und Lukas Carsten sind natürlich zwei gute Sprinter mit dabei. Die werden allerdings nicht ganz so gut sein wie Pascal Ackermann zum Beispiel. Ich würde trotzdem sagen, wir spielen das mal. Wir gehen mal dann in die entscheidende Phase rein. Mal schauen, wir nehmen Dombrovski, nehmen wir mal nicht mit.
Holler eigentlich, glaube ich, auch eher nicht. Daniel Bichelmann ist sehr glücklich, klar, der war in Kamerun am Start und hat da eine sehr, sehr gute Platzierung für sich gemacht, auch wenn er, glaube ich, letzter war. Aber der fünfte Platz von fünf hat ihn einfach mega glücklich gemacht. Wir sind ein einfaches Team. Wir sind the normal one. So, wen brauchen wir denn für die Anfahrt? Wen brauchen wir für unterwegs? Dann würde ich nämlich Holler mal rauslassen. Dann haben wir hier ein ganz gutes Anfahrerteam und dann sehen wir uns gleich in den finalen Kilometern der deutschen Straßenmeisterschaften wieder. So, die letzten 16 Kilometer der deutschen Meisterschaften. Wir sehen schon, Tempo ist hoch. In der Gruppe sind nur noch 47 Fahrer. Wir können mal ganz kurz zurückschauen. Hier ist eine Gruppe mit 32 Fahrern abgehängt. Da sehen wir auch Henry Ulig, der da leider rausgefallen ist. Sind jetzt wahrscheinlich nicht die absoluten Topfahrer, ohne Henry Ulig da jetzt zu nahe zu treten. Luca Bockelmann ist ja auch mit dabei, den wir ja auch gerne verpflichten möchten, der ein großes, großes Talent ist, auch wenn er die Werte noch nicht hat. Merkel ist es allerdings nicht der Merkel. Wir gehen mal wieder vor. Und schauen mal, jetzt geht es noch einmal in diesen Hügel rein. Da muss uns Bichelmann jetzt irgendwie drüber bringen. Seine Werte sind beschissen. Aber er muss uns da in einer guten Position halten. Das ist ein Rundkurs natürlich, deswegen habe ich mir das jetzt alles schon mal angeschaut. Hinten raus kommt nochmal eine Kurve. Schauen wir mal, dass wir Bichelmann da jetzt mit reinnehmen. Damit der Carstensen aus dem Gröbsten raushält. Der Hügel wird jetzt gleich kompliziert werden. Da geht es gleich links rum. Hora fährt da nochmal vor uns. Da kommen die nächsten Tempoverschärfungen. Unter anderem Nils Pollitt, der da nochmal was versucht. Da vorne geht es jetzt links rein. Da müssen wir versuchen, irgendwie in der guten vorderen Position zu bleiben. Also rechts und dann nochmal links. Vorne kam jetzt auch nochmal die Attacke. Nils Pollitt versucht da alles. Bichelmann knödelt jetzt hier rein für uns. Versucht da mitzugehen. Okay, das war nix, weil der gleich wieder rausnimmt. So, Justin Wolf muss dann gleich übernehmen. Bichelmann nimmt raus, vorne eine kleine Gruppe weg, aber nichts ganz Dramatisches, wo man, glaube ich, nochmal hinkommen kann. Jetzt geht es nochmal leicht bergab, 6 Kilometer noch. Nehmen gleich mal das Energiegel. So, Justin Wolf versucht das zuzufahren. Jetzt schauen wir. Wie weit können wir das noch ziehen? Bichelmann versucht da noch irgendwas. Die vorne sind sich aber nicht einig. Justin Wolf, nein, 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 nicht jetzt das Hinterrad verlieren. Das ist gerade so eine gute Situation eigentlich, Aaron Grosser. So, da vorne kommt nochmal die Kurve. Ich gehe mit Grosser schon mal raus. Jetzt natürlich ein ewig langer Sprint. Carstensen, boah, alter Schwede, ist die Konkurrenz stark. Aber keine Chance. Glaube ich, trotzdem ganz gut vorbereitet. Und dann müsste das sogar eine Top-10-Platzierung werden. Achter, neunter, neunter Platz. Ganz knapp hinter Maximilian Schachmann. Pascal Ackermann wird deutscher Meister. Sprintwert von 81. Aaron Grosser kommt noch auf der 14 rein. Auch sehr, sehr gut. Ich glaube, wir haben da das Maximum draus gemacht, dass wir mit Carstensen neunter werden. Top-10-Platzierung ist top, da wird der Sponsor auch extrem glücklich sein mit. Und wir haben jetzt ja auch hier nicht die erste Kapelle am Start gehabt. Hätten ja noch Nikodemus Holler zum Beispiel für die Sprintanfahrt mitnehmen können, aber den habe ich dann mal ja rausgelassen, weil der schon so viele Rennen gefahren hat und mit Justin Wolf waren wir in einer guten Position. Wenn wir einen 80er Sprintwert gehabt hätten, dann wären wir wahrscheinlich zumindest konkurrenzfähig gewesen gegen Pascal Ackermann für Bora Hansgrohe, der sich das Meistertrikot sichert. Der es dann wahrscheinlich auch bei der Tour de France tragen wird. Sunweb for Bike Aid in der Teamwertung. Also Sunweb, Niklas Merkel, den würden wir wirklich sehr gerne abwerben. Sieg für Ackermann bei den National Road Championships in Germany. Und bei den anderen nationalen Meisterschaften haben wir hier jetzt eh nicht so viel mitzureden. Jetzt haben wir die holländischen und die deutschen gespielt. Die eritreischen werden wir natürlich auch noch machen. Jetzt geht's aber dann gleich erstmal weiter in die Sahara zur Challenge Internationale du Sahara Marocain. Also in Marokko ein kleines Rennen mit 3 Sprintankünften, glaube ich. Unsere Fahrer sind auch alle
unzufrieden erstmal, aber ich denke mal, dass es im Juli wieder besser sein wird, weil wir jetzt eigentlich kaum noch Rennen haben. Wir haben noch die Serbien-Rundfahrt, die eritreischen Meisterschaften und in Marokko eben jetzt drei Flachetappen, die aber auch nicht so reinhauen werden. Da können wir vielleicht mit Aaron Grosser mal versuchen, in den Sprint zu starten, der ja gerade einen guten Lauf hat, die Kamerun-Rundfahrt gewonnen. Der wird sicherlich sehr beseelt sein, wenn wir jetzt nochmal schauen, wie das denn kontinental so ausschaut. Natürlich durch den Sieg in Kamerun, wo wir ja auch ordentlich Kohle verdient haben. Mal schauen, Aaron Grosser ist da bestimmt jetzt auch mit in den Top 100, hat bestimmt einen großen Sprung gemacht. Jo, 98. aber gerade so in den Top 100. Wenn wir kontinental nochmal drauf schauen, sind wir auf Platz 4 mit 2004 Punkten. Also das ist jetzt eine ganz, ganz deutliche Hausnummer, die wir da vor Elkhoff Kaspar sind. Und im Super Prestige sind wir nach wie vor Cofidis, die wahrscheinlich oder die mit Sicherheit bei der Tour de France starten werden und auch schon beim Giro dabei waren, aber bislang einfach nichts geholt haben. Muss man so deutlich sagen. So, wir sind am 21. Juni. Es dauert nicht mehr lange, bis die nächsten Transferdossiers reinkommen. Jetzt werden wahrscheinlich nochmal 10 Millionen verschiedene nationale Meisterschaften durchgescrollt werden müssen. Schauen wir mal, Mario Gamper ist österreichischer Meister. In Norwegen der komische Christian King. In Estland Rein Tarame, nicht überraschend. Daniel Marukin. Sagt mir jetzt erstmal nichts. 21 Jahre. Ja, warum er jetzt Meister geworden ist, muss man auch nicht verstehen. In Litauen natürlich Ramūnas Navadauskas, in Luxemburg Ben Brachtenbach. Klingt, als wäre er auf Twitter für die FDP unterwegs, auch die Werte sind ziemlich scheiße. So, Slowenien Matej Mohoric, in Schweden Lukas Eriksson. Haben wir, glaube ich, auch schon mal bei einer Rundfahrt mit Bergström Frisk geschlagen. Schade, wäre natürlich schön gewesen. Bergström Frisk da was geholt hätte. In Irland ist es Edward Dunbar. Kipkemboy ist wieder da und er nähert sich direkt auch seinem Ziel. Auch sehr schön. Italienischer Zeitfahrmeister Filippo Ganna. Gut, das ist jetzt keine große Überraschung. So, sie haben eine Vorabversion des neuen Orbea Ordu aus der Kollektion für 2020 erhalten. Klingt, als würden wir da gleich mal eine Laufmasche reinfahren. Sie steht jetzt vor einem Rennen im Ausrüstungsbildschirm zur Auswahl und ist auf der Seite Material sichtbar. Das werden wir uns vor dem nächsten Rennen auf jeden Fall mal anschauen. Marc Soffol ist spanischer Meister geworden. Im Zeitfahren in Frankreich hat das Peter Scholler Tour geschafft. In Belgien ist Thomas de Gendt in der Ausreißergruppe zum Zeitfahrmeister geworden. TJ van Garderen in den USA. Dann Geraint Thomas für Great Britain. Und dann haben wir hier jetzt auch gar nichts mehr Großes mit dabei. Also, dann wie gesagt, simuliere ich mich noch ein bisschen durch und wir sehen uns dann gleich in Marokko wieder. Also, ab in die Wüste. So, wir sind in Marokko. Wir sehen schon, Sahara sieht sehr saharig aus. Wir machen jetzt einmal schnell die drei Sprints in Marokko weg, dass wir da gar nicht so viel Zeit verlieren. Jetzt übernimmt Bichelmann nochmal und haut hier rein. Schauen wir mal, ob er uns noch eine gute Position fährt. Jetzt geben wir mal allen dreien das Energiegel. Aaron Grosser heute mit der minus 3 ist natürlich alles andere als optimal. Muss man ganz klar so sagen. Bichelmann geht mal raus. Wolf ist da ein bisschen eingeklemmt. Der müsste da jetzt mal nach vorne fahren. Also die Sprintkonkurrenz ist hier ziemlich gut. Wir werden wahrscheinlich keine Chance haben. Es sind schon so 72er, 73er Werte auch mit dabei. Schauen wir mal, dass Wolf uns da noch ein kleines bisschen trägt. Jetzt sehen wir, dass sie da schon rausgehen. Jetzt muss Jesse de Roy uns dort mal in Position bringen. Und Grosser geht raus. Mal schauen, geht da noch was für Grosser auf den letzten Metern? Und dann werden wir Dritter, glaube ich. Nee, Vierter werden wir. Mot Harif Saleh hat uns dann auch noch geschlagen. Also Nikolai Bröchner, Ty Jones, Fahrer alle mit besseren Werten. Dann sind wir nur auf dem vierten Platz und dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lange rum. Jetzt habe ich gerade eine WhatsApp bekommen von der Fahrschule, deswegen war ich kurz abgelenkt. Also, deswegen machen wir nicht lang rum. Ich verlasse euch gleich wieder. Wir sehen uns gleich. Zweite Etappe Marokko. Wir machen drei Sprints schnell hintereinander weg, damit wir schnell und gut durch die Saison kommen. So, leider mal wieder ein bisschen das gewohnte Bild bei so kleinen Rundfahrten. Also zweite Etappe in Marokko. Wir wollten ja eigentlich nur kurz die Sprints mitnehmen. Jetzt habe ich gesehen, Bichelmann hat die plus 4 heute und dachte mir, komm, Bichelmann ist ein Fahrer, der hat es auch mal verdient, in die Ausreißergruppe zu kommen. Er hat natürlich keine besonders guten Werte. Das Einzige, was er kann, ist in der Ebene ganz gut fahren.
Wenn wir uns jetzt mal ganz kurz die Konkurrenz anschauen, wir haben hier Bugs mit einem Hügelwert von 70, Beschleunigung 67, Gardner, der ähnlich schlecht wie Bichelmann ist, und dann haben wir noch Maas, der aber nur am Berg eigentlich gut ist. Also das ist so ein bisschen jetzt ein Glücksspiel. Alle haben 10 Sekunden Rückstand, also wer die Etappe gewinnt, der gewinnt auch die Rundfahrt. Das kann man, glaube ich, schon mal so ganz gut sagen. Jetzt müssen wir schauen, wo wir Attacken mitgehen. Ich würde mich jetzt erstmal nur hinten dran hängen und das jetzt aber auch in einfacher Geschwindigkeit spielen, weil ansonsten verlieren wir wahrscheinlich die entscheidende Energie, wenn eine Attacke kommt. Auf den Sprint ankommen lassen wird wahrscheinlich schwierig. Das sieht schon wieder nach einer Attacke von Gardner aus. Da hängen wir uns mal dran. Aber er kommt gar nicht erst weg. Also das ist schon so ein bisschen betreutes um den Etappensieg fahren, was wir hier machen. So, da kommt die nächste Attacke. Aber da muss Bichelmann gar nicht mal aus dem Sattel gehen, richtig. Lassen wir die sich hier mal zu Tode sprinten. Noch 8,8 Kilometer. Jetzt kommt hier wieder eine Attacke. Da gehen wir wieder mit. Die sollen sich, wie gesagt, verausgaben. Dann können wir zum Schluss vielleicht nochmal ein bisschen das Tempo hochhalten. Jetzt haben wir leider gerade kein Wasser mehr. Egal. 6,9 Kilometer. Nächste Attacke. Vorne geht es jetzt nochmal leicht bergauf. Das wollte ich gerade sagen. Das könnte die Möglichkeit sein, da nochmal zu switchen. So, 5,2 Kilometer. Ich glaube, der eine war jetzt ein bisschen platt. Mal schauen, ob Maas mitarbeitet. Nicht so richtig. Jetzt müssen wir erstmal wieder regenerieren. Hängen uns mal an Maas dran. So, jetzt sind es noch 2,7 Kilometer. Was hat er jetzt da? Schauen wir mal, haben wir noch die Energie für den Sieg? Bichelmann, schauen, schafft er das? Er hat die größte Energie und gewinnt die Etappe. Yes! Bichelmann gewinnt in Marokko aus der Ausreißergruppe. Da haben wir uns die Energie halbwegs gut eingeteilt. Ich glaube, die anderen haben deutlich mehr attackiert. Die eine Attacke, die wir gesetzt haben, war einfach nur nochmal an dieser kleinen Kuppe, wo ich gedacht habe, vielleicht reagieren sie da nicht, weil sie sich vorher platt gefahren haben. Also Bichelmann gewinnt das Ding. Jetzt schauen wir mal, wie schaut es denn hier hinten in der Gruppe aus? 7,5 Minuten Rückstand. Wollen wir natürlich trotzdem noch einen vernünftigen Sprint fahren. Wie weit ist es noch? Oh ja, ist nicht mehr weit. da können wir jetzt quasi schon mal voll reingehen. Mal schauen, ob wir da noch was reißen können. So, Justin Wolf drückt richtig rein. Wir nehmen nochmal das Energiegeld, auch wenn das wahrscheinlich zu spät ist. Jesse DeRoy kommt. Aaron Grosser kommt. Mal schauen, was hier im Sprint so gegangen wäre. Nicht so richtig viel. Also die Konkurrenz ist stärker. Wir haben hier richtig gute, wo Lukas Carstensen Probleme hätte. Aber wir ballen die Faust. Daniel Bichelmann gewinnt aus der Ausreißergruppe, aus dem Sprint vor allem raus mit seinen Werten das Ganze. Weil wir uns das ganz clever eingeteilt haben. Also, zweite Etappe. Sieg in Marokko durch Daniel Bichelmann. Muss man auch erstmal schaffen, mit Daniel Bichelmann hier wirklich eine Rundfahrt zu gewinnen. Aber wir freuen uns sehr. Also wir gönnen das Daniel Bichelmann, genauso wie wir uns für Justin Wolf gefreut haben oder auch für Schnapka, der ja den Prolog, glaube ich, in Ungarn gewonnen hat. Also super Leistung, Daniel Bichelmann. Wir schauen ihn uns natürlich auch noch. Ach, in der Gesamtwertung ist Sjoerd Bugs vorne. Mensch, da hat der die Sprintwertung unterwegs wahrscheinlich geholt. Also dann doch nicht der Gesamtsieg, aber immerhin schon mal der Etappensieg. Und wir versuchen dann, das ist vielleicht eine ganz interessante Ausgangssituation, mit Daniel Bichelmann nochmal Richtung Sprintwertung vielleicht unterwegs ein paar Sekunden zu holen.
Also, Sjöerd Bax ist momentan vorn. Der war wahrscheinlich auch vorher schon mal in der Ausreißergruppe und hat da Sekunden geholt. Weil bei den Sprintwertungen, ich bin mit drum gesprintet, aber da haben wir lustigerweise den Sprint nicht gewonnen, so wie wir das im Finale geschafft haben. So, also, kurzer Cut und dann sind wir gleich in der Entscheidung. In Marokko können wir die Rundfahrt dann doch noch für uns entscheiden. Daniel Bichelmann, unser neuer Team-Captain. So, willkommen zurück in Marokko. Wir fahren jetzt hier gegen das komplette Hauptfeld. Wir haben nur mal Aaron Grosser rausgelassen, den wir hier jetzt auch unbeschützt im Feld. Der kann uns aber gerade mal ein Wasser holen. Eigentlich wollte ich ihn jetzt Energie sparen lassen, aber das wird jetzt 20 Kilometer von vorne relativ schwierig. Zwei Ausreißer sind weg. Wir wollen die Bonussekunden haben. Das wollte ich gar nicht. So, wir sehen hier, es gibt 3 Sekunden Zeitbonifikation. Wir haben eine Sekunde Rückstand in der Gesamtwertung. Wir wollen diese Bonussekunden haben, um die Rundfahrt eben doch noch zu gewinnen. Dafür verschleißen wir jetzt unser Team auch ziemlich. Also Charles Kagimu wird hier vorne sich jetzt ziemlich kaputt fahren. Es sind noch 15 Kilometer. Da kommt Aaron Grosser nach vorne, bringt uns Wasser. Das ist schon mal gut. Dann verbrauchen wir auch weniger Energie. Da vorne sind jetzt zwei, die wir bestimmt noch holen können. Treten jetzt schon schwer. 8 Kilometer noch. Bin gespannt, ob die anderen Sprinter gleich mit reinhauen. So, jetzt schauen wir mal. Kagimu kann das noch fahren. Dann würde ich mit Bichelmann so 2, 3 Kilometer vor dem Ganzen vielleicht einfach den Ausreißversuch starten. Ist wahrscheinlich am überraschendsten. Bislang macht hier keine Anstalten groß was zu machen. Normalerweise müssten die anderen Teams natürlich eigentlich reagieren. Dann mache ich nämlich jetzt mit Kagimu mal den hier. Nimm raus und attackiere mit Bichelmann. Könnte ein bisschen Überraschung. Ach, Kagimu. Ein bisschen Überraschungseffekt sein. Mal schauen. Zieht er das hier einfach mal knallhart durch? Kommen die dann nochmal? Versuchen die da vorbeizusprinten? Ich hoffe nicht. Passiert da nochmal was? Da kommt jetzt. Aber das reicht. Yes. 3 Sekunden Zeitbonifikation. Das Spiel pennt mal wieder. Also da holen wir uns vielleicht sogar noch die Punktewertung. Aber da wird es im Ziel natürlich nochmal den Sprint geben. 3 Sekunden Zeitbonifikation für uns. Das war das große Ziel. Jetzt kommt Kagimu. Machen wir erstmal wieder alle in den normalen Modus. Die letzte Sprintwertung ist mir eigentlich ziemlich egal, aber wir können schauen, ob wir vielleicht dann jetzt einfach mal Justin Wolf noch in die Ausreißergruppe schicken. Einfach nur aus Spaß an der Freude, wenn wir da jetzt eh schon gerade so ganz erfolgreich unterwegs sind. Mal schauen, ob da einer mitkommt. Dann haben wir hier das Tempo gemacht und schicken dann direkt einen hinterher. Schauen wir mal, Jesse De Roy und Aaron Grosser sind natürlich auch extrem stark. Jetzt haben wir Bichelmann trotzdem mal für Grosser genommen und hier vorne versuchen wir mal mit Justin Wolf rauszufahren. Mal schauen, da findet sich doch bestimmt gleich noch jemand. Lewis Hamilton kommt mit und dann sehen wir uns gleich in der entscheidenden Phase wieder. Dann geht es um den Rundfahrtsieg. Wir haben uns 3 Sekunden Zeitbonifikation geholt, liegen damit jetzt im Klassement 2 Sekunden vor Sjöerd Bax und schauen mal, was wir im Sprint mit Aaron Grosser denn noch so leisten können. Oder eben auch mit Justin Wolf aus der Ausreißergruppe raus. Werfen wir mal ganz kurz einen Blick nach vorne. Wahrscheinlich alle mit 7,06 Rückstand. Also falls diese Gruppe hier durchkommen sollte, geht es wieder darum, wer hat denn die beste Tagesform vor allem. Weil dann geht es eigentlich nur noch um die Sprintsekunden im Ziel. Aber 7 Minuten muss man erstmal aufholen. Ich denke mal, dass das Feld heute schon auch ein bisschen auf Sprint aus ist. Wir haben hier Janis Brajkovic, ein ehemaliges Top-Talent, mit im Team dabei, mit in der Rundfahrt dabei. Und wie gesagt, wir sehen uns gleich wieder im Finale der Etappe. So, Justin Wolf ist eingeholt. Wir hängen jetzt mit Kagimu hier in der Sprintvorbereitung drin. Jetzt geht es hier nochmal leicht den Hügel hoch. Da würden wir jetzt auch auf Justin Wolf einmal schon umschalten. 7,3 Kilometer sind es noch. Justin Wolf kriegt schon mal das Energiegel. Das geben wir dann gleich auch den Kollegen. So, Kagimu nimmt raus. Wolf übernimmt, kann einen großen Gang treten. Der gelbe Balken ist natürlich schon ziemlich weg. Müssen wir schauen, dass wir das noch halbwegs gut hinbekommen. So, er haut jetzt nochmal hier mit der 99 rein. Kagimu fährt bitte einfach mal zur Seite. Jetzt schauen wir, Justin Wolf ist gleich durch. Der rote Balken wird gleich rapide weggehen, weil eben der gelbe schon weg ist. Jetzt kickt das Energiegel. So, Bichelmann, unser Mann im Führungstrikot, übernimmt jetzt. Wolf nimmt raus. Und wir haben heute sehr, sehr gute Tagesformen. Da könnte also was gehen. Wir sind in einer guten Position. Erstmal alles ganz, ganz lang gezogen. Jesse De Roy geht raus. Mal schauen,
wie viel Kraft verliert Grosser am Hinterrad. Jetzt gehen wir mal raus und schauen, ob wir da heute eine Chance haben gegen die Top-Sprinter. Wahrscheinlich eher nicht, da verlieren wir auf den letzten Metern, weil wir keine Energie mehr haben. Es müsste der 6. Platz werden. Für Aaron Grosser im Sprint, Ty Jones gewinnt wieder. Da ist eine kleine Lücke gerissen nach hinten. Aber ich hoffe mal nicht, dass als einer der Fahrer, die hier vorne waren, vorher in der Ausreißergruppe waren. Davon gehe ich auch mal nicht aus. Gehe generell davon aus, dass das hier als Hauptfeld gewertet wird. Das müsste dann eigentlich rein theoretisch auch der Rundfahrtsieg sein für Bichelmann. Werfen wir mal einen Blick drauf. Bichelmann damit 2 Sekunden vor Stuart Bux und Dan Gardner, Jan Maas dann 4. Da haben wir es uns wieder ein kleines bisschen ergaunert mit den Zeitbonifikationen, weil das müsste das Spiel wirklich nochmal besser machen. Ich finde es zwar ganz schön, dass man sich das so ergaunern kann, aber wäre natürlich schön, wenn Stuart Bux da sich jetzt mit Daniel Bichelmann nochmal einen richtigen Kampf geleistet hätte, wenn die Teams sich aufgerieben hätten wegen der Zeitbonifikationen. Deswegen gibt es ja auch Zeitbonifikationen, gerade bei so kleinen Rundfahrten, damit es diese Duelle gibt. So, Punktewertung geht an Ty Jones. Da ist Aaron Grosser leider nur 8. geworden, aber wie gesagt, die Konkurrenz war stark. Nachwuchsfahrerwertung ist Aaron Grosser auf der 7. Bichelmann fällt da nicht mehr so ganz rein und in der Teamwertung sind wir 3. mit 0 Sekunden Rückstand. Also nächster Rundfahrtsieg und vor allem diesmal mit einem Fahrer, wo man es absolut nicht erwarten konnte. Mit Etappensieg auf der 2. Etappe, dann jetzt auf der 3. Etappe die Sprintwertung geholt und zum Gesamtsieg gefahren. Also Daniel Bichelmann wahrscheinlich mit dem größten Erfolg seiner Karriere, ich weiß es gar nicht genau, 31 Jahre alt in dieser Saison. Gut, in Kamerun war er schon erfolgreich, das ist jetzt aber auch nicht so schwer gewesen. Aber dann so einige Top 10, also in der Nähe der Top 10, weil er wahrscheinlich den Sprint angefahren hat und dann mit dem 99er-Wert ins Ziel gerödelt ist. Finde ich sehr schön, dass wir können ja mal ganz kurz schauen, welche Fahrer haben denn jetzt eigentlich noch keinen Sieg geholt. Wenn wir das mal schauen, Süleyman Kangangi hat leider keinen geholt, Charles Kagimu und Frederik Dombrowski. Aber der hat ja zum Beispiel auch mal die Bergwertung ganz am Anfang in Neuseeland gewonnen. Aber ansonsten haben fast alle Fahrer schon mal einen Sieg geholt und das ist schon enorm. Natürlich Aaron Grosser und Maxep Debisay und Lukas Carsten sind vor allem die erfolgreichsten. Aaron Grosser natürlich nur, weil er in Kamerun alle 7 Etappen gewonnen hat. Jesse De Roy hat da ja auch eine Etappe gewonnen. Muss man auch ein bisschen rausnehmen, aber Clint Hendricks haben wir schon siegreich gehabt, Justin Wolff mit 2 Etappensiegen und einmal dem Rundfahrtsieg, also alles in einer Rundfahrt geholt. Nicodemus Holler hat schon ein paar schöne Erfolge eingefahren, das ist enorm gut. Jetzt schauen wir mal, ob die Fahrer sich hier nochmal verbessern. Ich schaue natürlich immer nach Salim Kipkemboy, der sich erholt hat von seinem Schienbeinbruch und gleich wieder in Topform ist, also das ist auch Wahnsinn. Schienbeinbruch heilt eben auch innerhalb von einem Monat. Aber ist ja gut, sonst wäre der ja das komplette Jahr raus. Adne van Engelen hat sich noch den Unterarm geprellt. Das ist auch unschön, aber dann schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht. Wir sehen, dass jetzt erstmal die nationalen eritreischen Zeitfahrmeisterschaften auf dem Plan stehen. Da bin ich mal gespannt, wie die Konkurrenz denn da so drauf ist. Dann gibt es die Tour de Serbie. Die Serbien-Rundfahrt, relativ hügelig. 2. Etappe ist dann eher was für die Sprinter und die 3. wahrscheinlich auch eher 191 Kilometer lang, auch wenn es hier einen steilen Berg gibt. Bin ich mal gespannt oder ich würde einfach mal schauen, welches Team wir dort an den Start stellen. Ist jetzt nicht meine allererste Priorität. Dann sind wir aber auch schon im Juli. Die Sibiu Cycling Tour haben wir schon gesehen, ist ziemlich cool. Im Juli haben wir auch nicht, ja doch, da haben wir schon nochmal einen ziemlich vollen Rennkalender. Ende Juli wird es dann ein bisschen weniger und dann in der letzten Rennphase wird es dann nochmal deutlich weniger. Und ich würde auch für die kommende Saison sagen, dass wir möglichst darauf verzichten, Parallelrundfahrten zu haben. Also das können unsere Fahrer einfach auch nicht leisten, da immer in Topform zu sein. Und wir sehen das ja auch hier nach wie vor alle ziemlich unzufrieden. Wegen dem vollen Kalender, auch wenn da jetzt natürlich einige gute Ergebnisse wieder mit reinspielen. Daniel Bichelmann ist sehr zufrieden über seinen ausgeglichenen Kalender und hat jetzt natürlich auch noch das Ding gewonnen. Also, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Eritreische Zeitfahrmeisterschaften, natürlich mit Maxep Debisay. So, die letzten 7 Kilometer der eritreischen Zeitfahrmeisterschaften. Sieht schon ziemlich cool aus, muss man sagen. Jetzt geht es hier nochmal bergauf. Wir müssen die Energie genau einteilen. Ich bin jetzt bei der ersten Zwischenzeit 2. mit 29 Sekunden geworden. Immer ganz langsam. Henok Mulubran, den wir ja auch verpflichten wollen, hat jetzt die Bestzeit im Ziel. Ist jetzt auch nicht schwer, weil er der Erste überhaupt im Ziel ist. Es geht dann gleich nochmal leicht bergab, wenn wir uns das hier anschauen, aber es geht auch noch ein ganz schönes Stück bergauf, deswegen bleibe ich mal beim 70er-Wert. Schauen wir mal, Kudus fährt vor uns,
Gibrig Zabir ist da momentan vorne. Der kommt hier vom NTT-Team. Der war ja auch Top-Favorit auf den Sieg. Natürlich auch ein sehr, sehr guter Bergfahrer. Schauen wir mal. Jetzt sind es immer noch 4 Kilometer. Vielleicht können wir hier noch ein bisschen was reißen. Jetzt sind wir auch über die Kuppe drüber. Der Bisai steht mehr oder weniger. Auch nicht schlecht. Schauen wir mal, was wir da noch machen können. Immer einen schönen Zielsprint. Wir hätten sogar noch schneller fahren können. Jetzt geht es hier nochmal bergab. Nochmal ein kleiner Hügel. Mit letzter Kraft kommen wir jetzt hier rein. Dann ist die Kraft leider weg. Und im Ziel ist es... Uiuiuiuiui. Erstmal nur 59 Sekunden Rückstand. Also der dritte Platz nur. Mehavi Kudus war da auch noch schneller. Also im Zeitfahren erstmal nichts zu holen. Die Werte natürlich auch nicht besonders gut bei Debesai. Aber da hatte ich mir schon ein bisschen mehr versprochen. Berhane kommt rein auf dem 7. Platz. Eher der Puncheur. Also erstmal nur der 3. Platz bei den eritreischen Zeitfahrmeisterschaften. Ich hoffe, wir können das ein bisschen drehen, indem wir eben bei den Straßenmeisterschaften dann generell uns vielleicht das Meistertrikot überstreifen. Das wäre ganz nice, wenn wir dann natürlich immer damit bei jedem Rennen am Start wären. Und Debesai wollen wir den Vertrag hier auf jeden Fall verlängern. Also das mal eine kleine Enttäuschung. Er ist trotzdem zufrieden mit einem guten Ergebnis. Da geht die Moral sogar langsam wieder nach oben. Und bei der Serbien-Rundfahrt, die jetzt gleich ansteht, wird er auch nicht am Start sein, weil er ja auch bei den nationalen Straßenmeisterschaften jetzt dabei sein muss. Also in Aserbaidschan gewinnt Elchin Asadov vor Elchin Asadov vor Asadov vor Asadov vor Asadov. Wahrscheinlich ähnlich spannend gewesen wie in Kamerun die Rundfahrt, würde ich mal behaupten. Aserbaidschan, aber auch interessante Schreibweise. Gibt ja ungefähr 46 verschiedene. Kommt ja immer drauf an, wie man das dann übernimmt. So, Alexander Catterford gewinnt in Kanada. Wahrscheinlich Quebec, Quebec, einfach nur mal geraten. Dass es wahrscheinlich dieses Profil war. Michael Woods nur Vierter. Aber natürlich auch eher der Bergfahrer Rob Britton, haben wir auch schon gesehen. Ich glaube, er kommt aus Britannien. So, jetzt wird hier natürlich wieder ordentlich durchsimuliert. Wahrscheinlich sind wieder ganz, ganz viele verschiedene Meisterschaften parallel. Deswegen würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder. Entweder in Serbien oder eben in Eritrea. So, leider funktioniert es wieder nicht so richtig gut mit so wenigen Fahrern. Das war jetzt sehr unschön, was ich da so zur Hälfte simuliert habe. Da funktioniert eigentlich fast gar nichts. Das NTT-Team ist zwar doppelt platziert, aber das ist einmal ein Conti-Team und dann eben das World-Tour-Team. Deswegen simulieren wir das jetzt leider einfach durch. Hätte eigentlich ein ganz cooles Rennen werden können. Schauen wir mal, was Maxep Debesay in der Simulation denn da so holen kann. Top-Favorit waren wir nicht. Mal schauen, Maxep Debesay kommt auf die 7 nur rein. Alles selbe Zeit, sehr unrealistisch. Biniam Girmay ist dann quasi der neue eritreische Meister, hat auch deutlich bessere Werte. Den haben wir ja auch schon mal bei uns mit reingenommen in die Beobachtung. Der hat auch ein sehr, sehr großes Talent, 5 bis 8 Potenzial, verdient natürlich auch schon 11.000, das ist schon enorm viel. Ich weiß nicht, ob wir uns das leisten können, ich glaube eher nicht. Bin sowieso mal gespannt, was uns die Transfers dann hier kosten werden. Bei Kainzos und so weiter, die werden wahrscheinlich auch 6.000, 7.000, 8.000, vielleicht sogar noch mehr haben wollen. Die entwickeln sich halt auch stetig weiter. Das ist unser Problem, dass die sich stetig weiterentwickeln. Wir haben Kenneth Ansel jetzt auch schon, Berg 71, quasi unser neuer Erik Bergström Frisk. Aus dem machen wir auf jeden Fall einen Rundfahrer. Debesay momentan bei 17%. Das wird jetzt aber am 1. Juli auch wieder steigen. Dann werfen wir ganz kurz nochmal einen Blick nach Serbien, wo ich jetzt wahrscheinlich Salim Kipkemboy mitnehmen werde, der dann hier auf der Etappe versucht, was zu reißen. Die Konkurrenz wird jetzt auch nicht so stark sein. Also wir gehen rein nach Serbien, das Team werde ich jetzt ohne euch mal ganz kurz aussuchen. Erste Etappe, die wahrscheinlich auch schon über den Gesamtsieg entscheidet. So, die letzten 15 Kilometer in Serbien stehen an. Wir schauen einmal ganz kurz drauf, wer hier so dabei ist. Paterski zum Beispiel, kann man schon mal sagen. Figueiredo ist dabei, natürlich schwierig für Kipkemboy da was zu machen. Örken, der türkische Twerker. Dann haben wir hier einige gute Sprinter. Apollonio ist allerdings schon raus aus der Spitzengruppe. Franczak hat es auch gerade nochmal auf die Fresse gelegt. Also da sind einige richtig gute Fahrer schon weg. Kangangi fährt uns das jetzt noch ein bisschen an und wir versuchen hinten raus so die ein oder andere kleine Überraschungsattacke eben auch mit Kipkemboy. Jetzt müssen wir Bichelmann gerade nochmal sagen, der leider immer wieder rausgefallen ist, sich nochmal rangekämpft hat, sogar nochmal ein Wasser vorgebracht hat, aber jetzt im Finale leider nicht mehr helfen kann. So, Kangangi, Hendricks hinten dran, dann geht es hier vorne zum Berg der 3. Kategorie, es sind nur noch 8 Kilometer.
So ein bisschen man attackiert hinten auch nicht schlecht. Versuchen das hier vorne mal mit Kip Camboy. So, Kangangi bleibt hier einfach vorne mit der Gruppe dran. Schauen wir mal, ob er das schafft. Kip Camboy zieht das hier vorne nochmal weiter durch. Mal schauen, irgendwann muss doch da mal die Lücke reißen. Nach hinten, Tvetkov ist jetzt platt. Kip Camboy kann das jetzt eigentlich so durchziehen. Schauen, dass wir uns hinten trotzdem noch in eine ordentliche Position fahren. Für den Sprint, der da vielleicht noch kommt. So, wie schaut's aus? Es geht jetzt gleich nochmal ein bisschen rauf und runter. Tvetkov versucht da dran zu bleiben. Marchand ist auch mit dabei, er marschiert hinterher. Kip Camboy haut rein, fährt den roten Balken wieder ein kleines bisschen zurück. Schauen, dass wir hier, wie gesagt, schon auch darauf schauen, dass wir Hendricks und Grosser in eine gute Position bringen. Kip Camboy, sind es noch 1,7 Kilometer, es geht hier vorne nochmal leicht bergauf. Sprinten hier mal rein. Tvetkov kommt, mal schauen, die müssten aber auch Platz sein. Da kommt jetzt aber noch einer vorbei wahrscheinlich. Marchand. Nein, Kip Camboy holt sich den Sieg. Super Ding. Dann sprinten wir hier einfach nochmal mit beiden hinterher. Also Kip Camboy holt sich die erste Etappe der Serbien-Rundfahrt. Super Leistung. Dann kommen unsere Sprinter, die wir natürlich dann auch ein bisschen dosiert hinterherfahren haben lassen. Hier erst rein, Figueiredo ist geschlagen, hat sich da zu sehr drauf verlassen, dass es hier zum Sprint kommt. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, was, worauf er sich verlassen hat, weil er ja auch nicht der allerbeste Sprinter ist. Er ist gut in der Beschleunigung als Puncheur, aber richtig gut. Salim Kip Camboy mit dem nächsten Sieg für Team Bike Aid. Wir rocken hier diese Saison einfach so dermaßen. Deswegen hoffe ich auch, dass wir in die Continental Pro Tour aufsteigen, weil dann werden die Rennen einfach auch wieder ein bisschen interessanter. Auf dem Niveau können wir das absolut kontrollieren. Auf Continental Pro werden wir mit Salim Kip Camboy bei so einem Profil natürlich keine Chance haben. Da werden uns andere Fahrer dann richtig auf den Sack gehen. Da werden wir wahrscheinlich hier sitzen und sagen, oh, schon wieder nicht gewonnen. Aber Continental Pro wäre natürlich schon ganz, ganz wichtig für uns. So, alles als selbe Zeit gewertet. Bedeutet natürlich auch, dass die Sprinter nochmal ihre Chancen bekommen. Es kommen jetzt noch zwei Flachetappen. Da werden wir mal schauen. Ahmed Örken, Maciej Paterski, egal wer die nächste Etappe gewinnt, der wird wahrscheinlich dann auch seinem Kip Camboy richtig auf die Pelle rücken. Aber trotzdem bin ich wieder sehr glücklich drüber und vor allem meinem Lieblingsfahrer Salim Kip Camboy. Nichts gegen Maxep Debisai zum Beispiel und Lukas Carstensen, aber Salim Kip Camboy ist irgendwie auch allein vom Namen her schon geil. Was wir schon alles für Witze gemacht haben mit Kip Camboy und sehr unpassende Witze zum Teil auch gemacht. Also von daher ist das schon ein Fahrer, den ich gerne auch in den nächsten Jahren im Team hätte. So, er ist glücklich über seinen Sieg, die Moral geht nach oben, er freut sich sehr. Obwohl er eigentlich in der Pause drin ist. Ich habe ihm jetzt für nächste Woche nochmal eine Pause eingeräumt. Also das wird bei ihm wahrscheinlich auch schnell wieder umschlagen. Venezuelanischen Meisterschaften auch wieder fünfmal der erste Platz für denselben Fahrer. Weiß gar nicht, ob wir hier jetzt noch so durchgehen müssen. Preisgeld bekommen wir auch 300 Euro für Eritrea. In Irland ist Ryan Mullen Zeitfahrmeister. In Lettland Tom Skujens. In Polen Kwiatkowski. Dann José González hat tatsächlich Nelson Oliveira geschlagen. Das will was heißen. So, in Russland Pavel Sivakov, Zeitfahrmeister. Slowenien Roglic, klar. Tschechien Josef Czerny, der hat auch mal bei den 60ern früher gespielt. Dann Felix Großschartner in Österreich. Okay, ich klicke das jetzt mal durch. Fumiyuki Beppu. Luzenko. Bob Jungels. Und dann geht es hier weiter und weiter. Und weiter. Das wollen wir uns jetzt nicht alles anschauen. Wir gehen nochmal schnell in den Planer rein, sehen, dass dann jetzt erstmal parallel nichts stattfindet. Deswegen gehen wir jetzt direkt rein. Zweite Etappe Serbien. Können wir das Führungstrikot mit Salim Kip Camboy verteidigen? Vielleicht müssen wir uns die ein oder andere Sekunde unterwegs mal wieder sichern. Wir sehen hier eine Sprintwertung 96, also 13 Kilometer vor dem Ziel. Vielleicht können wir damit Kip Camboy ja den Sprint mal von vorne anfahren. Also bin sehr gespannt, wie es ausgeht. Wir sehen uns gleich wieder. So, die letzten 17 Kilometer in Serbien. Wir versuchen hier bei dieser Sprintwertung vielleicht ein bisschen was zu ergaunern. Wir sehen aber schon, dass da andere Teams auch richtig Bock drauf haben. Kangangi versucht uns das jetzt nochmal in Position zu fahren. Bichelmann versucht gerade Wasser vorzubringen. Den werden wir gleich in den Zug mit reinnehmen. Aber die anderen wollen hier auch sprinten und Kip Camboy hat natürlich nicht die besten Werte. Da sehen wir es jetzt auch schon, da gehen einige raus.
Das wird wahrscheinlich nichts werden, dass wir mit Kip Camboy hier Punkte holen. Da kommt jetzt auch da nochmal der Zug. Wir gehen jetzt schon mal mit Kip Camboy einfach raus, um zu schauen, ob wir da was holen können. Da sprinten natürlich jetzt am Hinterrad alle mit und dann holen wir wenigstens eine Sekunde. Das ist doch schon mal etwas. So, jetzt aber wieder Kip Camboy an Kangangi dran. Dann kommt Bichelmann, Hendricks und Grosser. Das sind jetzt die, ist jetzt wieder unsere normale Sprintanfahrt. Wir ziehen das jetzt hier einfach weiter durch das hohe Tempo. Und Kip Camboy im gelben Trikot muss ich dann halt auch gleich nochmal ein bisschen kaputt fahren. Also Tempo bleibt hoch. Kann sich keiner ausruhen nach der Sprintwertung. Wir haben eine Sekunde geholt. Bedeutet halt, dass wir da jetzt vor den Sprintern vielleicht 11 Sekunden vorne sind. Wenn wir uns mal anschauen, die beiden, die hier mit uns reinkamen beim letzten Mal. Marchand, Tvetkov, Van der Tuk. Da haben wir Joseph Thomas, der eigentlich so mit 9 Sekunden noch am besten platziert ist. Jetzt haben wir Kangangi vergessen, sein Energiegeld zu geben. Sind aber auch nur noch 7,7 Kilometer. Dann starten wir jetzt mit Kip Camboy, der eigentlich auch nicht aus der Gruppe rausfallen sollte, wenn er sich dann gleich platt gefahren hat. Der gelbe Balken wird ja nicht durch sein. So, Kangangi versucht Kip Camboy noch ein bisschen zu beschützen. Der dann aber jetzt auch mal in die Vollen gehen muss. Und Kangangi macht das Ganze da enger, als es sein muss. Ich schicke ihn mal nach rechts raus. So, Kip Camboy zieht nochmal durch. Das war's für ihn. Wie gesagt, in der Gruppe drin bleiben muss er natürlich. Ach, wir lassen ihn einfach so weiterfahren. Bichelmann fährt da jetzt vorbei. Am Hinterrad ist Hendricks. Mal ganz kurz ein bisschen rausnehmen mit Bichelmann, damit er das bis Kilometer 2 auch durchziehen kann. So, jetzt Salah. Kip Camboy da vorne immer noch mit dabei. Jetzt müsste Hendricks gleich kommen. Mit Grosser am Hinterrad. Da sind die anderen aber schon besser unterwegs. Mal schauen, wenn wir jetzt noch mit Grosser rausgehen, kommen wir dann nochmal nach vorne. Mal schauen, auf den letzten Metern geht uns dann leider der Saft aus, aber den anderen auch. Das wird wahrscheinlich der zweite oder dritte Platz werden. Youssef Regigi hat uns da überholt. Also Katatonga, Katatonga, Kikiriki, Kikiriki. Muss ich immer wieder dran denken bei ihm. Also es war ein guter Sprint. Wir waren ein bisschen zu früh draußen mit Aaron Grosser. Wenn wir noch einen Bruchteil von der Sekunde gewartet hätten, dann hätten wir hinten raus noch ein bisschen mehr Energie gehabt. Paterski, Regigi sind dort dann quasi die großen Konkurrenten. Jetzt müssen wir natürlich hoffen, dass wir mit Salim Kip Camboy auf der letzten Etappe da vielleicht, oder dass wir eben mit Aaron Grosser um den Rundfahrtsieg fahren. Wir schauen mal ganz kurz auf die Gesamtwertung, bevor wir dann gleich in die finale Etappe reingehen. Salim Kip Camboy eine Sekunde vor Regigi, genau diese eine Sekunde, die wir uns eben geholt haben. Aaron Grosser mit 5 Sekunden dahinter. Also das müsste schon der Etappensieg werden für Aaron Grosser, mindestens der zweite Platz. Und dann darf Marchand und Regigi natürlich erstmal gar nichts holen. Also wir gehen rein, dritte Etappe, Serbien-Rundfahrt. Zack, bumm. So, willkommen zur Entscheidung in Serbien. Natürlich nicht die wichtigste Rundfahrt, aber finde ich gerade ganz interessant. Wir haben Aaron Grosser und Kip Camboy, mit denen wir da theoretisch noch was reißen können. Es bleibt jetzt hügelig. Schade, dass das Profil so lange ist, sonst hätten wir natürlich nochmal eine Attacke in so einen kleinen Hügel mit reinsetzen können. Versuchen das auch gleich nochmal mit Kip Camboy. Bichelmann hält uns jetzt erstmal ein bisschen in Position. Muss jetzt allerdings den Wert höher stellen, weil er natürlich am Hügel auch nicht der Fahrer ist, den wir brauchen. Das sind nicht die Droiden, die ihr sucht. Die Droiden? Die Androiden? Miraculix? Ich weiß es nicht. Ist es Asterix oder Star Wars? Wer hat's gesagt? So, dann gehen wir mit Bichelmann mal rein, der ja auch schon Rundfahrtsieger ist jetzt in dieser Saison, was ich nach wie vor extrem geil finde, dass wir so viele verschiedene Fahrer damit am Start haben. So, Bichelmann zieht das. Wie gesagt, wir müssen jetzt nicht ganz an der Spitze fahren. Ich würde dann gleich hier an diesem kleinen, minimalen Hügel nochmal eine Attacke mit Kip Camboy reinsetzen. Noch 10 Kilometer. Es fahren sich hier alle sehr, sehr kaputt vorne. Vielleicht kann man dann so einen kleinen Tempowechsel nochmal für sich ausnutzen. Bichelmann gibt nochmal alles. Kangangi muss gleich übernehmen. Kriegt auch schon mal sein Gel. So, Bichelmann ist jetzt raus. Kangangi übernimmt mal mit demselben Wert. Bichelmann ist weg, drückt hoffentlich auch keinen weg. Sieht erstmal gut aus. Kangangi kommt und dann sind wir auch, glaube ich, schon fast in diesem minimalen Hügel drin, den man gar nicht richtig sieht. Das wird wahrscheinlich nichts werden. Selbst wenn wir jetzt mit Kip Camboy hier noch eine Attacke reinsetzen, dann wird das eher nichts werden. Jetzt wurde gerade Tempo rausgenommen.
Mal schauen, ob das irgendwie funktioniert. Zieht das nach der Attacke dann einfach mal knallhart durch. Wir schauen, dass wir hier hinten in Position bleiben. Ja, das wird leider nichts mit Kip Camboy. So, dann muss Hendrix jetzt auch schon raus. Und dann müssen wir es mit Aaron Grosser versuchen. Kip Camboy kann uns auch nicht mehr helfen. So, es war nochmal eine kleine Überraschungsattacke, die wir da versucht haben. Jetzt muss Hendrix natürlich kämpfen. Da kommen jetzt schon die ersten Positionskämpfe. Ein bisschen muss er noch. Jetzt kann er sprinten. Hendrix bringt uns in Position. Grosser ist da kurz eingeklemmt. Jetzt sind hier Kurven, aber das könnte gut werden. Jetzt kommt die Konkurrenz nochmal. Grosser hat noch ein bisschen Energie, aber Örken gewinnt das Ganze und dann werden wir nur Dritter. Und das wird dann wahrscheinlich... Na, mal schauen. Regigi wird nur Vierter. Wie viel Rückstand hatte Örken? 11 Sekunden. Paterski hatte 7 Sekunden, kriegt 6 Sekunden. Grosser kriegt 4, hatte 5. Eigentlich müsste das mit Kip Camboy gereicht haben. Der als 21. hier reinkommt ins Ziel. Da haben wir ein bisschen Glück gehabt sogar vielleicht mit Kip Camboy, wenn ich jetzt nicht ganz falsch gerechnet habe. Dann müsste Kip Camboy vor Aaron Grosser die Rundfahrt gewonnen haben. Ahmed Örken wäre auch 1 Sekunde hinten. Jetzt hoffe ich mal, dass bei den Sprintwertungen sonst nichts passiert ist. Wobei da eigentlich immer die Ausreißergruppe vorne war. Da habe ich ja ein Auge drauf gehabt. So, mal schauen. Örken gewinnt vor Paterski und Aaron Grosser. Die Rundfahrt gewinnt Salim Kip Camboy vor Paterski, Örken, Grosser und Regigi. Alle mit 1 Sekunde Rückstand. Also eine Punktlandung. Diese 1 Sekunde, die wir uns da geholt haben auf der letzten Etappe, die war dann ausschlaggebend. Also Kip Camboy mit dem nächsten Rundfahrtsieg, die Serbien-Rundfahrt. Raphael Kockelmann holt sich die Bergwertung. Das gönnen wir ihm doch einfach mal von ganzem Herzen. Punktewertung geht an Paterski. Aaron Grosser, sehr, sehr guter Vierter. Gute Ergebnisse eingefahren. Auch jetzt in der Rundfahrt noch eine gute Platzierung. Dann haben wir Kip Camboy und Aaron Grosser auch in der Nachwuchsfahrerwertung vorne. Teamwertung war nicht ganz so stark, aber da hat uns halt auch immer ein bisschen der dritte Fahrer gefehlt. Kennt man ja, der dritte Fahrer, Klassiker von Hitchcock. So, also nächster Rundfahrtsieg für uns, Serbien-Rundfahrt durch Salim Kip Camboy. Und wie gesagt, ich freue mich sehr auf die neue Saison. Dann können wir solche Sieger auch einfach wieder mehr feiern. Die kommen hier halt so ums Eck geschossen, wie nichts Zweites. Da schauen wir mal ganz kurz, wie viele Siege wir jetzt schon geholt haben. Man muss natürlich ein bisschen immer mit reinkalkulieren, dass wir Kamerun da auch mit drin haben. Sind jetzt 44 Siege. Jetzt hätte ich beinahe schon gesagt, hey, 58, voll geil. Nein, 44 Team Ineos mit 58 Siegen ist schon irre gut. Wenn wir uns mal die Kontinentalwertung anschauen, 2102 Punkte, das ist schon ziemlich nice. Und jetzt haben wir nämlich auch die nächsten Rundfahrten. Ich weiß, langsam nervt es ein bisschen mit den vielen Rundfahrten, aber die sind interessant, auch vom Profil her. Die Sibiu Cycling Tour, mal eine richtig fette Bergankunft. Gibt es da zweimal, wie gesagt, das haben wir mit Jan Ulrich im Pro-Cyclist-Modus gewonnen. Dann gibt es nämlich noch ein Auftaktzeitfahren über 7 Kilometer. Also das ist richtig, richtig spannend und interessant. Da freue ich mich jetzt auch drauf, endlich mal wieder ein bisschen was anderes zu haben. Jetzt ist Justin Wolf mit einer Magen-Darm-Entzündung gleich raus aus der Rundfahrt. Kann man schon mal ganz klar sagen. Adne van Engelen, Prellung des Unterarms. Aber wir haben ja dann auch beim nächsten Rennen bei der Sibiu Cycling Tour schon wieder den 1. Juli. Deswegen simuliere ich jetzt ein bisschen vor und dann schauen wir mal, was wir denn mit den Dossiers noch so weitermachen.